Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Sicher haben einige von euch auch in manchem Frühjahr davon geträumt, sich einen Pool im Garten einzurichten. Wir haben es vor einigen Jahren gemacht. Den Bau werde ich im zweiten Teil zeigen. Zum Glück habe ich damals auch gefilmt. Im ersten Teil soll es um den Betrieb des Pools heute gehen. Die Freuden kennt wohl fast jeder, aber was ist so alles für einen reibungslosen Ablauf zu beachten? Im letzten Sommer und Herbst habe ich dazu etliche Szenen mit Live-Kommentar aufgenommen. Hier könnt ihr meinen Pool von oben sehen. Genauer gesagt ist es natürlich die Schiebeabdeckung. Ich schwenke jetzt mal. Die Abdeckung ist gut 8 Meter lang. Und auf der rechten Seite habe ich dann noch eine kleine Dusche, wo man sich nach dem Schwimmen abduschen kann. So eine Überdachung ist natürlich eine prima Sache an Tagen, wenn es zwischendurch regnet, wie vorhin gerade. Und dann kann man eben trotzdem ohne Probleme schwimmen. Aber meist ist sie auch sonst bei uns geschlossen. Wir haben viele größere Bäume bei uns in der Nachbarschaft. Und da werden dann immer mal ein paar Blätter rübergetrieben. Und in den ersten Jahren, als ich die oft auf hatte, da hatten wir dann immer sehr viel im Pool liegen und hatten viel zu tun. Aber jetzt, wo das meistens zu ist, sind die Probleme da wesentlich geringer. Ursprünglich hatte ich im Eingangsteil eine reißfeste Plane. Davon kann ich nur abraten, da man nach einigen Jahren Probleme mit den Reißverschlüssen hat. Wir haben das ausgewechselt mit einer herausnehmbaren Eingangsfront aus Doppelstegplatten. Ein paar Jahre habe ich diese Solardusche benutzt. Das hat auch gut funktioniert, aber irgendwann in einem Winter habe ich sie falsch gelagert. Und dann war ein Restwasser drin und sie ist undicht geworden. Hinter dem Pool ist eine Klappe, darunter befindet sich die Gegenstromanlage. Die Öffnung für die Gegenstromanlage wird an zwei Seiten belüftet. Trotzdem kondensiert natürlich immer mal wieder Feuchtigkeit. Zum Winter hin müssen die beiden roten Absperrhähne zugedreht werden. An kühlen Tagen freut man sich, wenn man eine Überdachung hat. So kann man jeden Tag schwimmen. An Tagen wie heute, so um die 30 Grad, ist natürlich gut, wenn man dann das öffnen kann. Wenn es sehr warm ist, schiebe ich das erste oder auch mehrere Elemente zur Seite. Durch die Überdachung verdunstet nicht viel Wasser, aber ab und zu muss man natürlich trotzdem was nachlaufen lassen. In den ersten beiden warmen Sommern hat die Überdachung für relativ angenehme Temperaturen im Pool gesorgt. Ihr habt auf dem Poolthermometer vermutlich gesehen,
dass wir es gern etwas wärmer mögen. Daher haben wir mit einer solaren Schwimmbadheizung nachgerüstet. So wird auch die Badesaison verlängert. Unsere 12 Meter lange und 1,5 Meter breite Solarmatte auf dem Dach sorgt für eine Erwärmung des Poolwassers. Es sind im Grunde kleine schwarze Schläuche, durch die das Wasser läuft und sich dabei erwärmt. Wenn sich die Wassertemperatur im Pool 30 Grad nähert, dann schalte ich hier um. Dann läuft das Wasser nur noch zur Reinigung durch die Sandfilteranlage im Keller. Trotzdem lagert sich natürlich regelmäßig auf dem Boden etwas an. Und um das gut aufzusaugen, da haben wir uns diesen Saugboy zugelegt. Der macht das dann selbstständig, solange die Pumpe läuft. Von den Mach 4 Tabs mache ich jede Woche eine in den Schwimmer rein. So, eine Tablette von Phenolred, um den pH-Wert zu testen. Nachdem man eine Weile gewartet hat, kann man den weißen Behälter dahinter halten, um dann den genauen pH-Wert zu bekommen. Hier liegt der pH-Wert zwischen 7,6 und 7,8. Da sollte man etwas pH-Granulat ins Poolwasser tun. Alle paar Wochen sollte man seine Sandfilteranlage zur Reinigung durchspülen, insbesondere wenn man mit Algenproblemen zu tun hat. Zum Winter hin pumpe ich damit das Wasser oberhalb des Skimmers ab. Dann wird etwa ein Drittel des Poolwassers mit einer externen Pumpe abgepumpt, um die Gegenstromanlage und die Düsenöffnungen zu schützen.